Grüezi und herzlich willkommen zum Cash Börse Talk vom Freitag, dem 22. Februar. Die Aktienmärkte stehen unter Druck. Wird der Druck zunehmen oder sehen wir bald wieder steigende Kurse? Über diese und andere Themen reden wir mit dem Herrn Thomas Stucki. Er ist Anlagechef bei der Hyposuisse. Guten Tag. Herr Stucki, verantwortlich für die jüngsten Kursrückgänge sind Befürchtungen im Markt. Die US-Notenbank Fed könnte das Anleihenkaufprogramm zurückfahren oder sogar ganz stoppen. Wie realistisch ist so ein Szenario? Das Protokoll von der letzten FED-Sitzung hat ja gesagt, dass das Programm innerhalb der FED nicht unumstritten ist. Das hat man schon vorher gewusst. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Programm zurückgefahren wird oder ganz gestoppt wird, ist da, wenn sich die US-Wirtschaft auch in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn im Verlauf des Sommers, aber erst im Verlauf des Sommers, das Programm gestoppt würde. Was bedeutet das jetzt für Zinsen und für die Aktienmärkte im Allgemeinen, wenn es gestoppt wird? Für die Zinsen hat es eigentlich einen relativ kleinen Einfluss. Es hat auch für die amerikanische Wirtschaft einen kleinen Einfluss. Ich glaube, die 80 Milliarden pro Monat tönen nach viel, aber es ist aber mehr ein Signal. Die Aktienmärkte würden im Moment vom Stoppen negativ reagieren, weil natürlich die Anleger befürchten, dass die US-Wirtschaft wieder nicht gerade in eine Rezession zurückfallen, aber doch deutlich schwächer würde. Also eine Rezession in den USA ist nicht wahrscheinlich, wenn das Programm gestoppt wird. Nein, das Programm alleine tut die US-Wirtschaft nicht stützen oder auch nicht ins Elend stoßen. Wie gesagt, es ist eine psychologische Wirkung. Wenn das gestoppt würde, sicher keine Rezession wegen dem in den USA. Weitere dunkle Wolken ziehen auch auf aus der Eurozone. Dort ist der Einkaufsmanagerindex deutlich zurückkommen. Analysten haben eigentlich eher erwartet, dass er wieder zulegen. Überrascht Sie das? Nein, es verunsichert mich nicht. Die Situation wirtschaftlich in der Eurozone ist schlecht, das wissen wir. Es ist auch keine Besserung zu erwarten in nächster Zeit. Ich glaube, die Aktionen von der EZB, dass sie bereit wäre, italienische oder spanische Anleihen zu kaufen, hat das Ganze ein bisschen übertüncht und die Anleger eine kleine Sicherheit gewiegt. Die Realität ist, die Wirtschaft in der Eurozone ist nach wie vor in der Rezession und wird das auch noch bleiben. Stichwort Italien, das verunsichert die Anleger auch. Und zwar haben wir in den kommenden Wochen stehen die italienischen Wahlen an. Was wäre der beste Ausgang für die Finanzmärkte, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, sicher ist wichtig, es ist ein klarer Ausgang. Das Schlechteste wäre ähnlich wie Griechenland im letzten Jahr, dass man noch muss wählen muss. Und es ist klar, wenn Herr Berlusconi gewählt würde, würde das die Finanzmärkte verunsichern. Und wenn jemand anders gewählt wird, wäre das natürlich für die Finanzmärkte eher beruhigend. Ich spüre heraus, Sie sind eher pessimistisch für die künftige Entwicklung von den Aktienmärkten. Was heisst das jetzt konkret für den Swiss Market Index? Stehen wir da eventuell vor einer grösseren Korrektur? Ich glaube, man muss sich den Zeithorizont anschauen. Längerfristig ist die Situation für die Aktien nach wie vor gut. Die Unternehmen haben eine gute Gewinnsaison geboten. Sie haben gezeigt, dass sie gut dran sind. Die Wirtschaft insgesamt, insbesondere in den USA, läuft nicht allzu schlecht. Die Alternativen gehen ja langsam aus, oder? Aber nach dem starken Kursanstieg ist der Markt übergekauft, die Luft ist dünn. Eine Korrektur im SMI ist von mir aus gesehen vor der Tür. Es braucht noch ein Signal für sie auszulösen. Ich glaube, als Anleger momentan eher Gewinn mitnehmen, das Geld aufs Cash legen und mal noch ein bisschen warten. Was könnte das Signal sein, das dann den Kursrückgang auslöst? Ich glaube, es ist vor allem etwas auf der psychologischen Ebene. Es könnten Wahlen in Italien sein, das kann ein Fettsignal sein, es kann aber auch etwas anderes sein. Ich glaube, der Markt ist reif für eine Korrektur. Ungefähr 5-10% würde mich nicht überraschen innerhalb der nächsten 2-3 Monate, sprich so bis in Frühling hinein. Das heisst, den SMI bis 7000 werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr noch einmal sehen. Also 7000 in diesem Jahr sind nicht kommende 3-4 Monate in diesem Moment. Genau, im Verlauf wird er wieder anziehen. Das SMI bis 7000 im Verlauf März, vielleicht April. Das ist aber nachher eine gute Gelegenheit, für wieder einzusteigen. Weil, wie ich es gesagt habe, glaube, mittelfristig ist die Situation für die Aktien sehr gut. Jetzt nicht nachrennen, Korrektur abwarten, Munition im Trockenen behalten. Und wenn die Korrektur da ist, kann man nachher im grösseren Stil wieder in den Aktienmarkt einsteigen. Bleiben wir gerade bei den Aktien. Welche Aktien müssen wir dann jetzt abstoßen, wenn Sie sagen, quasi, man muss die Gewinne realisieren? Und welche müssen wir dann künftig haben? Abstoßen muss man natürlich vor allem die, wo man größere Gewinne drauf hat. Oder? Was man nachher muss haben, ist sicher eher zyklische Titel. Ich denke da an einen Sulzer aus dem Industriebereich, ich denke da an einen Clariant aus dem Grundstoffsektor. Das sind die Favoriten, die wir momentan sehen. Nach der Korrektur würde ich dort dann nachher einsteigen. Jetzt, die Small Caps haben ja noch nicht, haben zwar auch können, ossieren können. Small Cap Index hat etwa 7,5% gemacht. Das ist aber tiefer als jetzt der Swiss Market Index.
Wäre es auch eine Möglichkeit, dass man dann noch verstärkt dann in die Small Caps hineingeht? Ja, Small Caps haben natürlich schon seit längerem ein bisschen Mühe, oder? Die Anleger schätzen momentan auch größere und vor allem stabile Dividenden. Und die stabile Dividende hat man natürlich eher bei den grosskapitalisierten Werten. Ich gehe davon aus, das wird auch in den nächsten paar Monaten so bleiben. Und darum glaube ich nicht, dass die Small Caps gross werden aufholen. Also Small Cap ist sicher nicht die beste Alternative. Jetzt die meisten Unternehmen, Sie haben es angesprochen, haben gute Zahlen geliefert. Drei Unternehmen stehen noch an, Holcim, Geberit und Adecco. Erwarten Sie dort Überraschungen? Nein, ich erwarte keine Überraschungen. Die werden eigentlich die Erwartungen, die die Analysten haben, die doch recht hoch sind, aber die werden die erfüllen. Die anderen Unternehmen haben den Weg ja eigentlich schon vorgezeigt. Und auch die drei von euch erwähnten Unternehmen werden die Erwartungen erfüllen. Mhm. Also gerade auch ein Holz, also eigentlich alle drei Titel werden eigentlich Kaufkandidaten für die zweite Welle dann, sagen wir, 3-4 Monate zum Zukaufen. Wäre auch auf Kandidaten, der Sulzer und Clariant, die ich vorher erwähnt habe, gefallen ist aber besser im jetzigen Zeitpunkt. Schauen wir noch schnell die Edelmetall an. Das Gold, das hat ja recht Mühe in den letzten Tagen. Aktuell notieren wir etwa bei 1550-60 Franken. Was ist da der Grund, dass das Gold so unter Druck kommt? Ja, der Goldpreis ist richtig stark unter Druck jetzt in den letzten Tagen. Für das Gold fällt momentan so ein bisschen die Fantasie vor einer grossen Krise oder die Fantasie vor einer steigenden Inflation. Das hat natürlich verschiedene Anleger, die aufs schnelle Geld aus waren, jetzt bewogen, aus dem Gold rauszugehen. Wir wissen, der Goldmarkt ist nicht allzu liquid, es braucht relativ wenig, um es unter Druck zu bringen. Ich gehe nicht davon aus, dass der Goldpreis jetzt einfach so weitergeht. So beim Niveau 15,50 dürfte er einen guten Widerstand haben. Jetzt einsteigen, ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen warten, aber unter 15,50 würde Gold als Langfristanlage, nicht als Spekulationsanlage, aber als Langfristanlage sicher wieder in ein Portfolio aufnehmen. 5-10% vom Portfolio im Gold längerfristig ist sicher nicht das Dümmste. Wie sieht es mit anderen Edelmetallen aus? Hat ihr Silber und Platin, Palladium, eher zyklische Edelmetall? Können wir da auch noch reingehen? Eine besondere Bewegung haben wir im Palladium in der letzten Zeit. Genau. Der Preis ist ja sehr stark gestiegen. Dort ist sehr viel Spekulation drin. So die Spekulation vom Gold ist jetzt ins Palladium übergegangen. Wenn ich so ein bisschen anschaue, wie die Situation am Futures-Markt ist im Palladium, sehen wir dort, dass ein sehr grosser Überhang an Long-Positionen drin ist, also auf steigende Palladium-Kurse spekuliert wird. Wenn solch ein Überhang da ist, wenn auf das spekuliert, ist es für mich immer ein Zeichen, es ist schon durch. Man muss aussteigen. Also die Palladium haben, sollten es jetzt verkaufen. Herr Stucker, Sie waren auch lange Anlagechef bei der Schweizerischen Nationalbank. Jetzt, wenn man jetzt den Franken anschaut zum Euro, der hat sich ein bisschen abschwächen. Wir sind jetzt ungefähr zwischen 1,22 und 1,23. Wie sehen Sie dort die künftige Entwicklung im Euro-Franken-Kurs? Also der Euro-Kurs ist ja sehr schnell von 1,20 auf 1,25 gestiegen. Auch der klassische Fall, Auslösen von Stop-Losses. Er kommt jetzt langsam wieder zurück Richtung 1,23, 1,22. Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er am Schluss bei 1,20 ist, Ende Jahr grösser ist als bei 1,25. Ich glaube, über die nächsten paar Wochen wird der Franken graduell sich wieder der Grenze 1,21, 1,20 annähern. Herr Stucki, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihren Besuch. Gerne geschehen. Das war es vom Cash Börsentag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Ade miteinander.